Oh Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Dommer dabei. Servus! Und wir gucken uns heute an Mono Black Agro gegen Doomsday. Also aufs Maul gegen Combo. Korrekt, sehr, sehr spannend. Vor allem, weil Doomsday gerade Game 2 oftmals ja auch mit Shealdreds und den Sand Catarines eben auch sich verwandelt. Sideboard macht das ja so ein bisschen Transformation. Möglich, genau. Boah. Auf der anderen Seite Mono Black Aggro finde ich interessant, weil die halt auch sowas spielen wie Doughty oder so, was Doomsday echt ärgern kann. Genau, Doughty, du hast auch so Möglichkeiten mit Grief Reanimate, also Scam Starts, was zu machen. Da sind einige Sachen drin. Oh, fuck. Oh. Ja, das ist ein Turn 1 Doomsday. Oh. Geht man auf 10 runter? Auf 9. Genau. Gehst du aber von 19 auf 9. Genau. Ja, Doomsday, man sucht sich 5 Karten aus dem Deck und legt die in beliebiger Reihenfolge aufs Deck und der Rest wird exiled aus Deck und Friedhof. Normalerweise verdeckt? Ja. Ich glaube, das ist nicht so relevant. Normalerweise geht man ja auch hin und man kann als Gegner ja sehen, was der andere noch im Deck hat. Ja, ja. Und dementsprechend ist das da schon okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war auch ein FNM. Also, das war, glaube ich, nicht am Competitive. Ja, stimmt, das war beim FNM. War eine Tralala. Und da kann man halt so ein bisschen sehen. FNM ist immer was anderes. Da kann man auch gerne mal so diskutieren, ja. Gerade jetzt, wenn es so schnell geht, ob was man nehmen würde und was man nehmen würde. Genau, oder auch vielleicht so ein bisschen erklären. Weil es gibt ja auch immer noch genug Leute, die gegen Doomsday zum Beispiel noch nie gespielt haben. Ja. Und Du hast auch noch so viele Handkarten. Boah, ja, vor allem noch ein Petal. Also es ist tatsächlich auch möglich, dass hier diese Runde tot geht. Ich gehe davon aus. Also du hast noch ein Petal im Stapel. Da ist auch ein LED. Boah. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass jetzt noch ein Brainstorm kommt. Brainstorm legt Petal und Ding. Dann gehst du cyclen. Ja. Ja, das sollte funktionieren. Theoretisch, ja. Das ist halt der Nachteil von Mono Black Aggro. So viel hast du nicht, denke ich. Du hast maximal die Mindbreak Trap, die einfach übertrieben teuer geworden ist. Ja. Die Non-Foil 40 Euro, die Foil 160, 170. Wow. Das ist ziemlich. Ja, okay, die hat auch keinen Reprint gesehen. Nö, noch nicht. Noch nicht. Es wird mal Zeit. Yes. Ja, und vor allen Dingen, Trap ist eigentlich so, das spielst du in so Sideboards eigentlich, weil du kannst dich eigentlich gut auf deinen Discard-Plan verlassen. Genau, du kannst dich gut auf deinen Discard-Plan verlassen gegen sehr viele Common Decks. Wahrscheinlich außer gegen Doomsday. Ja, okay, du kannst halt auch gegen Turn 1 schon Tell nix machen, ja, wenn du genau, on the play bist. Das ist halt der Punkt, das Deck, wenn das mal Turn 1 irgendwas macht, dann macht es halt Turn 1 krasse Dinge und ja. So. So ist es leider. Da wird. Es wurde auf jeden Fall einen Land reingelegt, was mich zur Vermutung kommen lässt, dass man hier einfach Go sagt. Das kann sein, dass man. Ja, stimmt, das ist ein Uzi. Uzi, Street Rev, LED, dann Tassus Orakel und irgendeine Random-Karte. Jo, kann man nochmal durchgucken. Brauchen wir jetzt aber nicht, weil man ja quasi gesehen hat, was der Gegner. Genau, abheben darf der Gegner nicht. Impaler, nee. Das stimmt. Du darfst ja aussuchen, welche Reihenfolge. Das wäre bescheuert, wenn du Doomsday ab. Man geht. Man hat doch ein Land gelegt. Hat man selber angefangen? Nee. Oh, du benutzt den. Angefangen hat Mono Black Aggro. Oder du gambelst darauf, dass der keine Removal hast und lässt zwei oben drauf liegen, ne? Dann Street Rev, ich glaube, hier gammelt man auf. Der hat keinen Removal. Dann hat das Ding sogar. Push wäre halt jetzt tödlich. Ah, nee. Ein blaues Mana für den und dann den. Ja, doch, passt. Passt. Jo. Was da gerade passiert ist, ist eine Menge Karten gezogen, indem man Sachen abgeworfen hat. Und wenn ihr es genau verstehen wollt, ich habe das Deck-Tag tatsächlich auch oben. Wenn ihr ansonsten mich noch unterstützen wollt, zum Beispiel auch finanziell und nicht nur durch Daumen nach oben und Abonnement, was ihr auch da lassen könnt, bitte, dann könnt ihr mal schauen, bei Patreon ab 3 Euro könnt ihr mich monatlich unterstützen. Und
Im Sideboard weiß ich gar nicht, wie was Mono Black Aggro da groß machen kann. Wenn du den Sideboard-Plan weißt, aber du brauchst ja als Doomsday-Spieler gar nicht morphen eigentlich. Du kannst dich auf die Combo verlassen. Also ich weiß auch nicht wirklich viel, was man da boarden kann. Grief, das Tassis-Orakel. Das Oracle ist halt schon mal gut zu kriegen, aber der wird zwei haben. Oh, das ist die Liste mit Weiß. Die hat keine zwei. Das? Ja, da würde ich auf jeden Fall das Oracle nehmen. Wenn ich Angst vor der Combo hätte, würde ich das Oracle nehmen. Soll er doch rumtinkern, wie er möchte. Das Oracle kriegt er doch wieder. Er darf doch aus dem Friedhof raussuchen. Ja, wenn du kein Searchkill hast, dann nichts. Ich wäre hier tatsächlich schon dabei, dem da Ponda zu nehmen. Das Ponda wäre auch nicht so verkehrt. Oder halt den Brainstorm, nimm die Hand. Weil du hast noch du hast noch Removal. Nicht Removal, Discard. Und du hast die Option, das Oracle mit einem Brainstorm, mit einem Doughty zu bringen. Warum den Brainstorm? Er kann nicht shuffeln. Ah, weil man Brainstorm und Ponda nimmt. Ah, ja dann. Gute Reanimate-Trick. Scamity Scam Scam. Scamity Scam Scam. Und abgeworfen wurde der. Der Stalactite Stalker. Stalactite Stalker, genau. Gute Karte. Der haut auch ordentlich zu. Ja, das ist richtig. Das heißt, man bleibt jetzt mit drei Ländern: Teferi und Oracle. Ja, das ist ein bisschen gestrandet, würde ich behaupten. Nächste Runde kommt das Grief vorbei. Das ist schon ein ordentlicher Start. Ne? Ja, Scam ist einfach so. Oh, du hast noch Bowmaster. Oh, der kann. Also, Bowmaster hat mir gegen Doomsday auch schon einen Arsch gerettet, weil ja, der halbiert halt seine Leben und der muss Karten ziehen. Das ist immer so eine solide Strategie. Oh, Forzi ist noch hinterher. Jetzt. Jetzt nimmst du hundertprozentig den Teferi. Ja, du nimmst nichts anderes. Außer du hast einen Surgical. Wenn du einen Surgical hast, dann nimmst du das Tassas, das stimmt. Dann nimmst du den Teferi. Und dann wird gewastelandet. Gewastelandet. Das Gute ist, er kann halt über. Ja, okay, er könnte mit einem Petal nächste Runde den Teferi rauskriegen. Das wäre halt. Ja, oh, das stimmt. Das stimmt. Hängt aber hier auch vor einem schwarzen Mana fest aktuell. So, zack. 3, 14. Draw. Uff. Das ist halt auch so ein Start, wo sich Doomsday dann denkt, leck mich. Ja, auf der anderen Seite macht halt Scam gerade nicht viel, also ohne Black Aggro, um genau zu sein. Ja. Da kommt halt gerade nichts nach. Und da eigentlich muss noch irgendwas was nachkommen. Da kommt, ja, nur ein Land. Also ist halt die Frage, hat er die She-Aldred vielleicht auf der Hand? Oh, das wäre gut. Weil die hinterher, jetzt kommt halt der Teferi. Da war das halt Kidreen. Das ist ein Transform-Board. Er wurde transformed. Ja, ja, könnte natürlich auch sein, aber jetzt kommt erstmal der Teferi. Genau. Und der bounce jetzt halt erstmal das Grief. Ich würde den plussen. Du würdest den plussen? Dann soll er doch zuhauen. Mhm. Und du bildest weiter deine Possession. Also mit der Sand Catherine auf der Hand gegen Mono Black. Ja, ja, stimmt. Willst du eigentlich nur auf 5 Mana kommen. Stimmt. Okay, oder halt Minus ins Leere geht auch. Minus ins Leere. Und es ist eine Shelly auf der Hand. Ah, der hat echt Grief gebounced. Das ist krass. Hätte ich gesagt, ich hätte ihn wahrscheinlich geplust. Ja, weil so gibst du ihm jetzt die Option, entweder nochmal Natural zu spielen oder zu evoken. Und dann verlierst du halt deine St. Catherine. Ist halt noch ein Force auf der Hand, war. Ich weiß nur nicht, ob da noch eine Blue-Pitch-Karte war. Oracle. Oh, kein Mana. Nice. Ja, Oracle ist ein Grave. Das Petal. Ja, Petal und dann geht man für die Shelly. Jupp, safe. Ja. Eat your own words. Dann go. Man kann hier nichts machen, weil Teferi. Nein. Doch. Doch, Cycle geht. Cycling geht. Ach, man ist immer so geneigt, dann Nein zu sagen. Ja, yeah, ja. Gerade im Competitive ist das halt auch manchmal so, dann will der Gegner dann doch irgendwas spielen und gibt dir eigentlich nur Informationen. Ja, das ist richtig. Gratis Informations.
So, jetzt kannst du das Grief spielen. Damit kriegst du eine Karte von der Hand. Okay, mhm. Das Problem ist aber immer noch die She-Hold-Rid. Ja. Mhm. Die ist ein großes Problem. Das heißt, man hat jetzt seine eigene She-Hold-Rid. Ja, die countern sich halt aus. Mhm. Ganz gut sogar. Und spielst du Lebensping-Pong. So. Jetzt die Frage. Also Grief wäre hier schon gut, alleine weil man die St. Catherine wegholt. Auf der anderen Seite wissen wir von der St. Catherine und Mono Black Aggro weiß es hier nicht. Ja, aber das sind drei andere Karten und du kannst sie halt nicht erlauben, jetzt noch in großartig was reinzulaufen von Doomsday. Nee. Echt nicht. Reicht ja nur, wenn der einen Doomsday zieht. Dann hast du schon ein Problem, weil da sind drei Schwarzquellen. Schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Da wird gefetcht, gehen wir noch 10. Da wird gefetcht, ja, und dann kommt wahrscheinlich das Grief. Weil das Grief räumt auch den Teferi ab. Trotz She-Hold-Rid. Ich glaube aber, da ist eine blaue Karte bei dem Force. Das weiß man halt nie. Ja, ich glaube, es ist ein Days. Wenn ich es richtig gesehen habe, es ist ein Days. Boah, das weiß man nicht, aber das ist natürlich wirklich bitter. Da wäre schon fast versucht zu dazen. Ja, würde ich auf jeden Fall. Zwei Mana. Das ist Baumaster. Baumaster, ja, spannend. Der Call ist interessant. Dann wahrscheinlich Shoot auf den Teferi. Das ist wirklich interessant. Weil Gesicht ist halt mit Shelly so irrelevant. Jupp. Leider. Und der Teferi darf keine 3 Marken, also 4 Marken kriegen. 3 Marken wäre okay, dann wäre es ein Trade. Man geht fürs Face. Ah, bei Push, klar. Ah. War da keine Force of Land? Ich meine, da wäre eine Force of Land gewesen. Nein, ich habe ihn hier gehen lassen. Dann haben wir Plus, dann ist da eine Spellbomb, ein Forzies. Ich glaube, man will hier keine Karte ziehen, oder? Will man hier eine Karte ziehen? Nee, hier willst du keine Karte ziehen. Also willst du halt deine Landdrops haben für die St. Catherine. Dein Aus ist jetzt die St. Catherine. Ja. Ach, es waren Forzies, es war kein Date. Dementsprechend hatte man gar kein Force. Okay, spannend. Ja. Ah, in der Upkeep. End of draw step. Thoughtsies. Christus Grief. Fatal Push und Grief. Ja, der geht das Grief. Kann man nichts gegen tun. Ne. Machst du nix, ne? Grief und Push, geht der Grief. Push ist dir egal. Jo. Dann wirst du wahrscheinlich hauen für 2. Also hier muss einer der beiden muss auf den Teferi gehen. Einer Face, einer Teferi, genau. Ja. Du hältst jetzt den Teferi bei 2 Punkten. Jo. Und den Gegner pingst du jetzt so langsam aber sicher. Ja, Gravechart, Exile und man zieht eine Karte. Okay. Da würde ich auch 100% auf die Tiere schießen. Ja, dann ist die nächste Runde fast tot. Dann hat man immer noch den Trigger vom Bowmaster. Der den man vergisst. Ja, der wurde vergessen. Sad World, das könnte sehr relevant sein. Weil der wäre nämlich dann nächste Runde tot, der Teferi. Du kommst mit dem 2-2er Token den Teferi an. Und der hat nur noch 2 Marken. Joa, Ponder. Ponder. Ist einfach nochmal ein Trigger vom Baumaster. Ja, den sollte man jetzt nicht so vergessen. So kaputt, die Karte. Baumaster ist noch so eine Saint Catherine. Oh, das ohne eine Shelly. Und Swords. Und Swords. Dann kannst du jetzt die Swords ziehen, danach die Saint Catherine und dann die Shelly. Das klingt nach einem ziemlich guten Draw. Das klingt schon ein bisschen pervers. Ja. I like. Ja. Das kann hier ziemlich viel stabilisieren.
Jetzt denkt man dran. Ja. Wahrscheinlich, weil man sich in den Arsch gebissen hat, hat man nicht dran gedacht hat. Oder man hat es aber nicht mitgekriegt. Also manchmal zieht man ja wirklich so Karten, dass es einem wirklich schon fast ein bisschen überfordert, wie viele Karten die Leute teilweise ziehen. Trotz Baumaster. Ja. Oh, man ist vor Gesicht geschossen. Ah. Ha. Das ist spannend. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, von Doomsday dürfte das jetzt langsam sicher ein kleiner. Ja, der stabilisiert sich jetzt. Die Katarine kostet ja auch 5. Jo. Heißt, Push ist kein Ding. Genau. Das ist auch so kaputt. Könntest du natürlich einen anderen Removal noch haben. Aber okay, ja, aber dann kommt die halt immer und immer, ja, und immer, ja, und immer und immer wieder. Die St. Catherine permanent wegzukriegen, ist halt schwierig. Oh. Die Frage, ob man swordet. Oh, würde ich schon machen. Mm. Den Bombmaster sworden, dann ist man auch wieder free to play und dann. Dann gib ihm. Oder halt den. Naja, schon den Baumaster. Ja, du gehst auf den Baumaster. Der Token ist irrelevant. Er macht mehr Damage tatsächlich. Vor allem hat man jetzt nicht vor, in der nächsten Zeit Karten zu ziehen, wa? Ja. Sword den. Wahrscheinlich ist der auch auf den Teferi gegangen, um den einen Damage zu machen. Das heißt, man kann jetzt tatsächlich den auch bouncen. Du kannst den Token jetzt mit dem Teferi clearen. Mm. Und du hast die St. Catherine oben drauf. Das ist halt. Das wird jetzt halt ein Game Changer. St. Catherine ist ein Game Changer. Ich bin so froh, dass sie jetzt tatsächlich es geschafft haben, die Karten auf Arena zu MTGO zu bekommen. Da bin ich jetzt immer so gespannt, was die Meta macht, wenn jetzt alle Herr der Ringe Karten tatsächlich alle Warhammer Karten tatsächlich einmal gespielt werden. Ja, so viele sind es ja gar nicht, ne? Nö, aber es sind halt schon ein paar sehr essentielle. Ja, gerade für Painter. Jo, für Painter war einer drin, für Dredge war einer drin. Ja, stimmt. Für Control ist da einer drin, Doomsday ist da einer drin. Rot-Grün, der Schuss-Dude, der Morlocks auch da drin. Deswegen schon eine Menge. Was macht man denn da? Crack die LED. Ach so, man hat das LED gecrackt, um die Shelly zu spielen. Oh mein Gott, ist das einfach sweet all in gegangen. Ja, ne? Man geht jetzt fetchen und spielt da noch den Fatal Push auf die Shelly. Jupp, und nächste Runde kriegt man erstmal Leben. Jo, das ist halt eine Two-Turn-Clock. Ja, die St. Catherine ist jetzt eine Two-Turn-Clock und Clock, die dir Leben gibt. Das deswegen, also so spannend, wie Doomsday aktuell halt von einem Combo-Deck in einen Midrange-Haufen geht. Ich habe einmal beim Gegner in die Karten gegriffen für Fatal Push. Okay, war ja nur noch die eine. Das ist halt die Frage, was oben drauf liegt. Ja. Du kannst dir theoretisch eigentlich nur erlauben, irgendwas Moon-mäßiges, was die Dings wegkriegt. Das ist es Dorty nicht. Ist es nicht. Dorty ist aber auch nicht Dorty schlecht. Dorty ist nicht. Speed gibt man auf 5 und 8. Wenn du jetzt ein Removal findest, ist schon fast okay. Fast. Das ist ein Land. Das sieht schlecht aus. Das ist ein Land, das macht nichts. Das ist 2-0 für Doomsday. Krass, am Ende nochmal schön Gebiet down. Das ist natürlich mega. Yes, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.